Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Friendship is Magic. Heute mit der Nummer 49 und mit dabei Spielsatz Fail. Ich grüße. Hallo. Er verteilt schon wieder Portale wie wild. Obwohl, ich sehe nur eins. Hast du nicht mehrfach geschossen? Wo sind die anderen gelandet? Da oben ist ein Lampenweg. Ach so. Muss man von der Seite schießen. Doing. Ah, ich verstehe. Oh nein. Ja, okay. Okay. Wo will ich denn überhaupt hin? Mache ich da hinten was? Weiß nicht. Haben wir schon einen Go. Plan? Ja. Dann musst du aber auch. Nein. Ja, da. Ja. Ich war schon auf dem Weg weiter. Ach so. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt darfst du mal gehen. Nee, das schaffst du schon. Wie? Du hast mich gerade umgebracht. Ja, Jetzt du bist bist einfach du dran. weitergelaufen. Ich habe nur einmal Go gesagt. Und go. Und go. Oh, ist gar nicht so leicht. Ich muss hier auch nach vorne. Ah, verstehe. Ich soll mich diesem Knopf nähern. Das habe ich jetzt getan. Und jetzt sind sie alle im Standby. Ist das Nehme ich mal an. zufälligerweise? Ah, ne, das macht die Ich weiß nicht, es macht da Turrets hinten anscheinend was. kaputt. Ja. Oh. Was denn passiert? Es dreht ein Panel um. Kannst du das mal ganz genau vom Knopf runter, dann kann ich das aus deiner Sicht sehen. Ach, da hinten, okay. Ah, du räumst auf, Wow. sehr gut. Ach so, jetzt musst du dahin. Und kommst du auch wieder raus? Nö, aber ich kann Turrets töten. Mit dem Koop-Glitch. Oh, verdammt. So tötet man Nein, die aber schlecht. nicht. Ich werf sie drüber. Ja, ich wollte ja auch eingeben. Ah, bei mir. Der fliegt noch in die falsche Richtung. Guck dir das an, ey. Bei mir glitcht es wie verrückt. Na gut. Ich hol dich mal wieder raus. Das war hier. War ja mal nicht so sein. Wird's denn gehen? Ja. Das geht. Ach so, der Mond ist eins von drei Teilen für die Brücke da unten. Also der Würfel. Mehr ist das nicht. Okay, das sieht von oben sehr interessant aus, so hell beleuchtet. Ist da irgendwo ganz schön hell, ja. Ach so, die Lampen sind da ganz unten. Okay, ups, hier Vor war's. allem, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass der Knopf selber eine weiße Plattform hat. Normalerweise haben die doch eine dunkle Plattform. Oder konnte man das auch beeinflussen? Nö. Ich dachte, du sagst jetzt wieder, dass es unnötigerweise ein Lasercube ist. Oder hast du das jemals gesagt? Oder war ich das? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht. Der Companion, den wir alle so lieben, hätte doch auch gereicht. Oh, Ach, guck mal, das gleich okay. nochmal mit 5. Naja. Was? Das hat hier was gemacht. Das muss zusammen mit dem Würfel offensichtlich passieren. Hä? Ach so, war der Timer. Aha. Wozu, was hilft die Schräge? Kann man sich Kann hier man hier irgendwo irgendwo Schwung runterstürzen? Hier holen? hinten. Dieses Gitter hier sieht auch So. sehr, sehr komisch aus. Ich hoffe einfach mal, dass man da noch irgendwie Also runterlaufen man kann. fliegt darüber und Ah, dann ich muss man verstehe, warum hier geschützt so sein. viele Gitter sind. Sag mal. Wenn du hier runterspringst. Ah, dass du die Fläche erreichst. Oder mal anders gesagt, wenn wir beide so blöd sein sollten, da runter zu springen, ne? Ich könnte dich ja jetzt auch Ja. rausholen. Kannst du es treffen? Ja. Eigentlich müsstest du es. Also immer Ja, noch ich knapp. erkenne es durch die vielen Gitter nicht. In der Theorie müsste ich es treffen können, aber. Du schießt gerade drüber hinweg. Jetzt. Aber Ach, so, warum. so niedrig ist das. Wow. Man Warum erkennt es einfach nicht. nicht zum Beispiel da weiß, über dir, wo du es besser erreichen kannst? So, irgendwie logisch, ne? Weil es vielleicht zu schwer ist, das Panel zu springen. Ich hätte dann einfach hier gesagt. Ja, egal. Irgendwo, wo man es echt gut erreichen kann. Das haben ja nur schon Hunderte vor ihm gemacht. Ja. Egal. Willst du mal fliegen? Willst du mal den Adler machen? Ja, gut. Vor allen Mach Dingen ich.
die muss ich dir machen, weil das hier wird zu schrägen. Da kann ich das Austrittsportal nur setzen und du nicht, ne? Also muss ich dir unten schon mal... Nee, wie wär's, wenn du einfach den Knopf drückst und, auf das, und ich schieß selber... Ja, stimmt, kannst du auch selber machen. Also Knopf und dann Schräge und dann haben wir den Timer für den Schutz, für die Barriere. Die hatten wir noch nicht, ne? Ne, die kommt erst da hinten. Okay, gut. Here we go! Und tschüss! Ich hoffe, das reicht. Ansonsten drück ich nochmal neu. Ah, du räumst schon auf. Wie der eine noch Entschuldigung sagt. Okay. Fand's besser, wie der eine und tschüss gesagt hat, als ich da oben in der Luft geflogen bin. Weißt du, du machst nur eine Wand, du hörst irgendein Tumult, die Wand geht auf und du siehst einfach nur alle tot. Ja. Ich nehme die Lichtbrücke. Jawohl. Okay. Hä? Warum ist jetzt da oben? Soll ich da hoch? Vielleicht. Soll ich da hoch? Aber mit Würfel, scheiße. Den brauchte ich jetzt... Nein, nein, den wir schon haben, meine ich. Da muss einer rein. Ich habe gerade überlegt, dass ich den ja jetzt nehmen kann. Der war ja nur für die Schräge, die brauchen wir nicht mehr. Dann muss ich nochmal da rein. Ups. Und dann muss ich nochmal da raus. Ich höre auf jeden Fall irgendwo einen Strahl. Du hörst immer einen Strahl, aber du hast auch bisher immer recht gehabt. Ich höre ihn auch. So... Hier ist auch nicht viel, nur ein bescheidener Glaskasten. Aha, ein Teil des Würfels. Der andere mache ich den auch. Darf ich zum anderen Teil laufen? Ja, warte mal, wo ist denn der? Der ist da oben irgendwo, oder? Ja. Ach, in deiner Ecke. Dann kann ich jetzt eigentlich runtergesprungen kommen, oder? Dann kriegen wir noch einen Würfel und dann... Ach nee, ich muss hier oben bleiben, weil ich den wieder rausnehmen muss. Genau. Okay, Du standest schon da oben drauf, ich hab's gesehen! Ja, soll ich dir was sagen? Ist da eine Klappe zugegangen? Oh, tatsächlich, ja. Die hat mich runtergeschubst. Okay, das konnte ich nicht wissen, das konnte ich nicht wissen. Tut mir leid. Ich hab's auch nicht geahnt, also das war echt fies. Okay, nochmal. Ich sehe gerade noch was anderes. Nee, du kannst da oben nicht stehen bleiben. Ich kann doch reingehen. Hä? In den Raum. Reicht das nicht? Und wie kriegen wir den Würfel da? Der Würfel liegt doch schon. Du musst doch nur noch den Knopf drücken, oder? Ist das nicht der Knopf da in der Ecke? Wie kriegen wir den Würfel? Ja, ist das nicht... Was ist denn da hinter dir in der Ecke? Verfolg mal das Austrittsportal des Würfels. Dann, Mist, du machst die Brücke. Dann muss einer fliegen, geht auch nicht. Oh. So schnell kann ich da hinten nicht hinrennen und auf der Brücke dann, Brücke eben mach. Naja, kommt wahrscheinlich... Nee, er kann nicht neu kommen, wenn er kaputt geht, ne? Nee, du musst wahrscheinlich hier unten stehen, um ihn abzufangen. Ist das denn nah genug dran? Das ist ein Panel, ja. Ah. Wieder die Standardantwort. Gut, dann muss ich danach wieder hoch. Hältst du den mal kurz? Nee. Nee. Kann er nicht mal ablegen. Guck mal aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist die ernsthaft auf mir, oder? Das ist die größte Strafe, die man hier antun kann. Das hast du nicht getan. Das hast Doch. Du nicht. Aber soll ich mal was ganz Lustiges sagen? Weißt du, was für eine Scheiße man damit wieder machen kann? So kannst du auf mir stehen. Das machen wir gleich, wenn ich oben auf der Brücke bin. Beweg dich nicht. Dann kannst du mich ein bisschen durch die Gegend tragen. So. Nein, aber um erhöhte Orte zu erreichen, kann man... Das ist interessant. Ich sehe schon Soras nächste Kammer entstehen. Hilfe! Hilfe! So. Ich hoffe, du hast Nina gut eingeweiht. Soll ich direkt... Ich kann ja nur von hier raufspringen. In der Kammer, ja. Du kannst dich jetzt nicht weit bewegen, dann ist ja die Brücke weg und wenn ich runtergehe... Okay, dann nehme ich gleich den Würfel und versuche den Sprung zu schaffen... auf den Companion. Aber selbst wenn ich ihn treffe, glaube ich, rutsche ich runter. Aber gut, müssen wir dann sehen. Jetzt kannst du mal ein Stück laufen. Kannst du überhaupt laufen? Warte.
Ja. Okay, jetzt hat nicht geklappt. Aber der Würfel kommt nicht mit. Aber trotzdem, du konntest auf mir stehen. Ja, na nicht auf dir, auf dem Würfel. Na gut. Was ist denn hier noch? Da ist der Strahl, den du gehört hast, genau. Ach, wir müssen da noch Sachen machen. Okay. Da fährt schon den Ausgang. Müssen die da rein? Okay. Wie kommen die denn da rein? So, das hat... Ah. Das macht einen etwas längeren Weg. Okay. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe die Kamera kaputt gemacht. Wieso? Einfach mal gucken. Ah, das ist cool. Der macht im Hintergrund irgendeinen längeren Weg und dann kommt er hier oben wieder an. Okay, das ist jetzt sehr gruselig. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Anscheinend nicht, aber ich habe vorher einen Turret da reingeworfen, aber der kam oben nie an. Stimmt, das hätte echt ein Problem sein können. Ich hab so... Ja? Ich dachte, dieser Turret liegt da drin und ich krieg den Würfel nicht mehr rein, aber... Der kommt einfach nicht an. Jetzt ist doch die Frage, wie schafft man das, dass der nicht ankommt und ein Würfel schon? Der Turret kommt einfach nicht an. Ich probier's mal auf meiner Seite. Aber das Lustige ist, ich hab irgendwie... gehört oder aus dem Augenwinkel gesehen, ich weiß nicht mehr, dass du was reingeworfen hast. Und ich dachte, du hast schon den Würfel reingeworfen und ich bin zu spät dran. Und dann dachte ich, was hat er denn jetzt gemacht? Sein Würfel liegt doch da noch. Also meiner kommt auch nicht an. Das ist total komisch. Das finde ich aber geil. Also das ist bestimmt Absicht. Ich glaube einfach, dass er irgendwie wahrscheinlich zu klein ist oder so, um von einem weiteren Strahl erfasst zu werden, dass er irgendwo runterfällt. Ich meine, was kann man denn bauen, damit... Ja, das muss irgendwie sowas sein. Man kann ja nicht einen Grill einbauen, dann ist ja der Würfel auch weg. Was haben die für unterschiedliche Eigenschaften? Eben die Form. Ja, die Größe. Ja. Oder der löst zwischendurch einen anderen Knopf aus, selber, und wird dann weitergetragen oder macht den Strahl aus, dass er woanders hinfällt oder sowas. Denn im Gegensatz zu einem Würfel löst ja das Turret nichts aus, wenn es gegen den Knopf gedrückt wird. Warte mal kurz. Ich glaube, du hast nämlich recht. Ja, ich habe auch mal recht, ich habe recht. Schau dir mal den Würfel an. Das ist ein anderer. Companion Cube. Ah. Dann wird im Hintergrund ein Dispenser ausgelöst, der den anderen Würfel fallen lässt. Aber dann hätte man immer das Problem... Ja? Das oder eine Lichtbrücke oder sowas geht auf. Nee, eine Lichtbrücke hätte auch den Strahl aufgehalten. Nee, eine Lichtbrücke hält den Strahl nicht auf. Also wird da wahrscheinlich eine Lichtbrücke oder sowas gewesen sein. Die dann weggeht. Ja. Irgendwie sowas. Dann hast du aber das Problem, wenn du... Du meinst jetzt, dass die Lichtbrücke deaktiviert wird durch einen Knopf hier unten, ne? Ja. Ja. Dann hättest du aber das Problem, wenn der Knopf hier unten ist und du schickst erst das Turret und dann den... Würfel, kann der Würfel, wenn der gegen das Turret drückt, noch den Knopf aktivieren? Ich weiß es nicht. Das ist auch wieder so ein Problem, ne? Ah, das finde ich toll, da steckt bestimmt was Gutes dahinter. Also die Sache und dass ich vorhin auf dir drauf gestanden bin, das gibt von mir schon den Daumen nach oben. Das war sehr unterhaltsam. Ja. Also das eine schon, das eine war nicht beabsichtigt, aber das andere bestimmt schon. Doch, ich hab's jetzt schon gesagt. Also der Daumen muss hoch. Das war einfach eine super Folge gerade. Die Folge war super, der Spaß war hoch, aber die Kamera selber war trash. Tut mir leid. Ah, trash ist jetzt auch hart. Ich hätte es okay gefunden, wenn du gesagt hättest, so lala. Naja, was ist das? Es ist hinter Turrets kommen, Turrets kaputt machen. Mehr war das nicht. Ja. Gut. Ich heißt? Bleib einfach neutral. Ah, neutral. Hättest du auch sein können, dass du runter gibst. Nee, neutral. Runter gibt's nur bei richtigen Gamebreakern. Zum Beispiel, wenn da unten jetzt durch das Turret da nichts gegangen wäre. Ja. Das wäre ein Gamebreaker gewesen. Außer man kommt nochmal in den Würfel ran, weiß ich gerade nicht. Mhm. Ob man nochmal zurück konnte. Ja. Gut. Achso, ja. Sag tschüss, Sora. Sei brav, danke, mach schön Zuschauen, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.